Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, The Final Season, Episode 3. Wir sind auf dem Schiff, Minnie ist total durchgedreht, AJ wurde von Lily mitgenommen und es ist gerade alles kacke. Ich weiß nicht, was hier gerade, ich muss mich gerade so konzentrieren, ich habe Angst Clementine zu verlieren, weil ich glaube gehört zu haben, dass Clementine auch sterben kann, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also... Toi, toi, toi. Was will sie mit dir überhaupt? Der ist doch nicht mehr zu helfen. Mist, die werfen den Boiler an. Damit können wir arbeiten. Es fördern. Ich kannte Clementine schon lange vor dieser Sache. Sie wird sich fügen. Du wirst dich auch fügen, wenn du siehst, was wir dir bieten können. Viel zu essen, du wirst dich auch Bett für euch beide. Siehst, ihr könnt auch im selben Zimmer schlafen. Viel zu essen, ich habe noch einen auf dem Bett Dock für erwischt. Euch beide. Ihr könnt auch im selben Zimmer. Tin! Scheiße! Warum schreit sie denn so? Hast du dich verlaufen, Tennessee? Er war nicht alleine. Ich will dir noch was zeigen. Hier lang. Das fand ich in der Herde. Ein Flüsterer? Kein Wunder, dass da so viele Beißer waren. Hieltest dich wohl für schlau, als du die Beißer hergebracht hast? Oder war das Clementines Idee? Keine Erwiderung? Dann weißt du, dass du mir keine Angst einjagst. Ist das so? Du zwingst dich anderen auf, weil du Angst hast, weil du schwach bist. Dank mir haben sie einen Grund zum Kämpfen. Leute wie AJ passen einfach nicht in eine Gemeinschaft, da sie viel zu kaputt sind. Die kämpfen nur für sich, sonst niemanden. Mach schon. Nein! Nein! Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ganz ruhig, Tim. Tu ihm nicht weh. Hör auf, Leuten weh zu tun. Bitte. Schieß! Jetzt atmen wir erst einmal alle tief durch. Gib meine Freunde zurück. Nein. Leg die Waffe hin. Lass sie gehen. Oh, Leute. Alle. Sonst. Na schön, dann tu es. Tu es. Rette deine Freunde. Deswegen bist du doch hergekommen, oder? Ach so. Du bist zum Weinen hier. Tin. Du siehst auch nicht wie ein Soldat aus. Bitte. Oh mein Gott. Nein. Scheiße. Was ist denn hier los, ey? Ich kann nicht mehr. Ich drücke. Es geht nicht. Aua. Verdammt, großer Fick. Was für eine Verschwendung. Ach, gut gemacht. AJ, warte!
Ich gebe auf! Ich gebe auf! Legt die Waffe hin, dann lasse ich euch alle gehen. Meine Crew und ich verschwinden und lassen euch in Ruhe. AJ, sie ist nicht gefährlich. Runter mit der Waffe. Du warst nicht da unten. Du weißt nicht, was sie getan hat. Sie schnitt einfach seine Zunge ab. Du musst das nicht tun. Bitte! Es ist ein Trick. Sie wird nicht aufhören. Wage es bloß nicht, AJ. Gib mir die Sie Waffe. Sie darf niemandem mehr wehtun. Ich will nicht sterben. Tu es, AJ. Es musste sein. Nein. AJ, hör auf! Es musste sein. Ich trau dir nicht. Es war mir jetzt scheißegal, aber ich hätte... Lilly, wir konnten das andere nicht finden. Was habt ihr getan? Tja. Ihr seid sowas von tot. Weil ich hätte Lilly, hätte ich zugetraut... Hätte ich zugetraut, dass sie sich ihr Messer aus dem Bein zieht und dann auf AJ eingestochen hätte. Das hätte ich dir echt zugetraut. Also... Das war's. Oh, je. Kaputtes Spielzeug. Okay, also. Du und 89% der Spieler gewährten Abel den Gnadentod. Du und 49 der Spieler respektierten James Lynch und töteten keinen Beißer. Das ist aber 49 Spieler töteten nur ein paar der Beißer in James Lager. Das ist krass. Du und 13% der Spieler nannten die Bombe Rubys Rache. Mit Schmeißwerk 17 Billy Jr. AJ. Du und 85% der Spieler haben AJ auf Dorian losgelassen, damit diese niemanden irgendwelche Finger abschneiden konnte. Ah, oh, sonst hätte sie der Violet die Finger abgeschnitten. Okay, das ist schon krass. Du und 52% der Spieler sagten AJ, er solle Lilly töten. 48% der Spieler weigerten sich, AJ zu sagen, er solle Lilly töten. Dieser Unterschied von der Prozentzahl ist schon sehr krass. Also, du nur das Spiel, genau. Okay, Violet vermisst. Ja, die blöde Kuh, weil die unbedingt Mini rausholen wollte. Violet war nach eurem Tanz in romantischer Stimmung. Violet war gerührt, dass du zuhören wolltest, warum sie zum Internet geschickt wurde. Violet fühlte sich von dir verstanden, nachdem sie den Grund für ihre Anwesenheit in der Schule erklärte. Violet war dankbar, dass AJ Dorian davon abhielt, ihren Finger abzuschneiden. James vermisst. Jo. James war dankbar, dass du seine Wünsche respektiert und die Beißer verschont hast. James war ermutigt, als du sagtest, dass Violet mehr als das vielleicht mehr an Beißern dran ist. James war bestürzt, als du AJ aufforderst, Lilly zu töten. Lilly ist tot. Lilly war nach deinem Versuch, deine Freunde zu schützen, inspiriert, etwas zu tun. Minerva, oh Gott, diese blöde Kuh. Minerva fühlte sich bestätigt, als du meintest, sie klinge wie Lilly. Minerva war deprimiert, als du sagst, dass Ten sich für sie schämen würde. Minerva war betrübt, als sie erfuhr, dass Ten ihr vergab. Waiting around to die. Waiting around to die. Mal merken. Ten vermisst. Ten war dankbar, als du ihm gegen Billy den Rücken gestärkt hast. Ten war dankbar, als du versprachst, Minerva zu sagen, dass er ihr vergibt. Abel war beruhigt, als du ihm die Gnade versprachst.
Luis vermisst. Luis war nach seiner Zeit mit den Plünderern traumatisiert. Luis hat dein Versprechen, gegen die Plünderer zu kämpfen, Angst eingejagt. Ich habe jetzt mal die Musik ausgemacht, weil ich dachte, dass sie doch ein bisschen stört, während ich hier am Vorlesen bin. Ich glaube, I'm Waiting Around to Die oder sowas hieß das Lied. War ganz schön. AJ vermisst, ja. AJ war durcheinander, als du Abel getötet hast, damit er sich nicht verwandelt. AJ war desillusioniert, als du sagtest, ihr könntet nicht als Beißer zusammen sein. AJ fühlte sich stark, als du sagst, er soll Lily erschießen. Der Zustand der Schule, Oma vermisst, Asim vermisst, Rosie macht sich Sorgen um jeden. Willi war begeistert, dass du seiner Bombe einen Namen gegeben hast. Ruby wirkte nachdenklich, als du ihr geraten hast, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und ich habe nur einen Teil gefunden und bin gerade ein bisschen bestürzt. So. Ja, das habe ich jetzt schon alles. Jetzt muss ich das hier nochmal irgendwie durchgehen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Das haben wir. Ja, dann wird das nur eine ganz kurze Folge. Weiß ich auch. So. Abbrechen. Was passiert in der nächsten Folge? Kommt das eigentlich dann immer noch, dieses, was passiert in der nächsten Folge, oder kommt jetzt sofort der Titelbildschirm? Ich weiß es nicht. Nee, okay. Also kein, was in der nächsten passiert. Dann fange ich jetzt einfach mal so an, eben darüber so zu erzählen, wie ich jetzt so die ganze Geschichte jetzt so fand. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich war ein bisschen, ich weiß nicht, enttäuscht von der Folge. Es war irgendwie anders. Erstmal hat mich total aufgeregt, dass es immer, wenn irgendjemand was gesagt hat, dass dann irgendwie das letzte Wort so abgeschnitten geklungen hat. Das hat mich mega aufgeregt. Dann diese Sachen mit James und den Beißern. Es wirkte alles so irgendwie so, als wenn irgendwie nur ein Tag verplant wurde, als wenn das eigentlich alles nur schnell erzählt werden musste, um zum Ende zu kommen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von denjenigen, die das ja jetzt hier übernommen haben. Ich weiß leider nicht, wer das Spiel jetzt hier zu Ende bringt. Aber auf jeden Fall, ja, hat es halt irgendwie so ein bisschen blöd gewirkt. Dass sich unsere ganzen Entscheidungen auf AJ im Nachhinein auswirken, das war mir bewusst. Das war mir von vornherein bewusst, aber klar ist er noch ein Kind, das sehe ich auch irgendwie ein. Aber auf eine Art, Clementine wurde zwar noch ein bisschen behütet, aber sie hat auch überlebt. Und auch nur, weil sie in manchen Situationen kalt ist. Aber sie kennt aber auch noch die Zeit, in der es anders war. AJ kennt die Zeit nicht. Wie soll man ihm denn diese Werte eigentlich erklären? Diese Unterschiede beibringen, wenn man in einer so grausamen und kranken Welt eigentlich hineingeboren wird und aufwächst? Da geht es eigentlich nur darum, wirklich, genauso wie Lily gesagt hat, er ist kaputt. Ja, und das wird er auch immer bleiben. Man kann ihn nicht verändern, auch wenn er jetzt den ersten Mord nicht begangen hätte. Das ist Blödsinn. Irgendwann hätte er ihn begangen. Er war so da drinne. Außerdem hat er ja schon Marlon getötet. Und diesmal wusste er aber den Unterschied zu würdigen. Er wusste, dass Lily einfach ein Monster war. Marlon tat es ihm leid. Er hat einfach aus dem Affekt gehandelt, weil er es nicht verstanden hat. Jetzt Lily hat er erschossen auf Clementines Worte hin und
weil sie Schlimmes getan hat. Also es war dementsprechend berechtigt. Außerdem habe ich Lilly nicht getraut. Ich dachte echt, dass wenn die zieht ihr Messer raus und dann zack, 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 zack. Aber naja. Dass James jetzt sauer auf mich ist, dass ich jetzt mal da so stehen, das interessiert mich eigentlich auch herzlich wenig. Das mit Mini begreife ich überhaupt nicht. Wie kann man so krank sein oder sich so einlullen lassen von allem und jeden? Und dann am Ende auch noch, dann, weiß ich nicht, und Violet, wieso sitzt sie da jetzt bei ihr und will ihr helfen oder sowas? Ey, für die ganze Aktion, die sie da gerissen hätte, ne? Ich glaube, Lilly hätte anders reagiert, wenn sie die Finger abgeschnitten bekommen hätte. Ja, zu Louis. Louis tut mir schon ein bisschen leid. Also der war ja, der ist fertig. Der ist gebrochen. Das ist ein nervliches Wrack. Also die Angst, die der vor der hatte und so wie der mit der Zunge und das, nee. Also der ist fertig. Den kannst du einpacken in Folie und den kannst du wegstellen. Der haut nicht mehr ab. Was noch? Ich muss kurz überlegen. Ach ja, genau. Die Sache mit Clementine und Lee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses hier, dass Lee ihr Gewissen spielt, finde ich eigentlich sehr süß. Auch, dass wir die Einblicke da drin haben, dass Clementine meist ein kleines Mädchen ist. Eigentlich soll es wahrscheinlich nur die Unschuld von ihr zeigen. Und fand die deutsche Synchro von ihm auch gar nicht mal so schlecht. Also ich fand, es hat gepasst. Ja, und ansonsten... Ich finde es herzzerreißend, ehrlich. Ey. Also die ganze Sache war ja damals schon wirklich hart. Und ich weiß nicht. Also so... Ja... Beziehungen, Entscheidungen. Ach mein Gott, hier kann man jetzt die ganzen Credits noch durchgehen. Ich weiß nicht. Also ich finde es ja wirklich richtig süß. Ne? Guck mal hier, kann man die ganzen Sachen nochmal durchgehen. Ach mein Gott, nee. Episode 2. Ha. Es ist immer interessant, wenn da steht 1%. Ah, da bin ich ja echt mal gespannt drauf, ne? Jetzt geht es natürlich direkt auch weiter mit der vierten und letzten Episode, weil sie ist heute, als ich jetzt weiter aufgenommen habe, ist sie heute online gekommen. Und ja, natürlich ziehe ich durch. Klar. Also, ich bin gespannt, ob Clementine überhaupt überleben wird. Ich bin gespannt, wie sie es allgemein zu Ende bringen werden, weil, wie gesagt, von der dritten Staffel war ich jetzt nicht so von der dritten Episode war ich jetzt nicht so angetan. Und, was mich komischerweise auch wundert, ich meine mal gehört zu haben irgendwo, dass wir einen kleinen Rückblick kriegen in der, Clementine ist doch damals in der dritten Staffel, wollte sie doch unbedingt, AJ zurückholen. Und dann hieß es doch, der wäre auf irgendeiner Farm. Und sie war doch auf dem Weg dorthin. So, und jetzt hier in der letzten Staffel war sie ja schon mit AJ zusammen. Das heißt, wir haben die Zeit ja gar nicht mitgekriegt, in der sie zu der Farm gegangen ist, um ihn zu holen. Lee hatte vorhin irgendeine Farm erwähnt. Und es wurde eigentlich gesagt, dass man in irgendeiner Episode einen Rückblick kriegt in diese Zeit, wo Clem AJ von der Farm zurückholt und wie sie da irgendwie, aber ist bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der letzten Episode vorkommt. Wäre aber auch irgendwie... Ich weiß nicht, wie sie es zu Ende bringen wollen. Ich bin total gespannt drauf. Es war jetzt noch eine recht kurze Folge. Es tut mir leid, ich habe mehr gequasselt, als ihr vom Spiel gesehen habt. Aber ich musste jetzt irgendwie mindestens die 20 Minuten vollkriegen. Und weil ich wollte das jetzt nicht noch an der anderen Episode dranhängen. Dann wäre das eine Stunde geworden. Und das ist alles Kacke. Auf jeden Fall... sag ich schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns in der vierten und somit letzten Episode von The Walking Dead, The Final Season. When I'm at the range, oh no.